Hi ho, meine lieben Zwergenfreunde. Hier ist ein kleines Infovideo von eurem Venno hier. Ja, und zwar, wie man sehen kann, geht es um Dwarf Fortress. Ich habe ja bereits bei der letzten Aufnahmesession gesagt, dass ich im Augenblick privat etwas verhindert bin, also nicht so viel Zeit zum Aufnehmen habe. Eigentlich im Augenblick fast gar keine Zeit mehr, leider. Weswegen ich auf meine Puffer, die ich noch habe, zurückgreifen muss, die bei Dwarf Fortress heute leider ausgelaufen sind. Also im Augenblick die letzte Dwarf Fortress Folge, bei der es ja ziemlich mies zuging, weil wir ja ein kleines Käferproblem mehr oder weniger hatten. Also wir haben einen verbuggten Werwolf, der ständig an der einen Ecke festhing und nirgendwo anders hin wollte und sich ständig hin und her transformiert hat. Keine Ahnung warum. Naja, jedenfalls, das Save-File existiert noch, also könnt ihr mir ja hier in die Kommentare zu dem Infovideo schreiben, ob ihr unbedingt noch sehen wollt, wie der Werwolf unser restliches Fort zerfleischt. Wenn nicht, dann ist der Spielstand schon gestorben. Leider, weil unser Militär hat versagt. Wegen blöden Einstellungen, also unsere ganze Munition, die wir hatten, wurde fürs Jagen reserviert, was schlecht war. Und irgendwie haben unsere Javelins, die wir hatten, noch nicht geschossen. Also unser General hatte eine, aber ist damit in den Nahkampf gerannt, obwohl er Munition dafür hatte. Lag wahrscheinlich an dem Bug. Naja, das Fort scheint am Untergehen zu sein, weil auch alle Zwerge mittlerweile stinkig sind. Also wenn ihr noch sehen wollt, wie das Fort komplett untergeht, dann sagt mir Bescheid. Wenn nicht, dann geht's in die nächste Staffel über. Leider schon. Und zur nächsten Staffel ist es jetzt so die Sache. Wollt ihr noch ein Masterwork-Versuch sehen? Mittlerweile den zweiten mit Zwergen, aber den vierten insgesamt nach Hermit und Gnom. Wobei ich mittlerweile ein paar Sachen wieder dazugelernt habe, gerade was die Caverns angeht. Und ich das Population Limit runtergestellt habe und auch die Childbirth ausgeschalten habe. Was ich vergessen hatte, in meinem Let's Play Folder zu tun. Also ich habe extra zwei verschiedene Dwarf Fortress Instanzen, einmal für Let's Plays und einmal für privat. Und im Let's Play hatte ich das vergessen. Ja. Das war ja eigentlich eines so der Hauptprobleme, dass ich das mit den Caverns verpennt habe. Dass Caverns so früh kommen. Und dass ich weiter oben nicht aufgepasst habe wegen dem Fluss und so weiter. Ja, und es ist auch ein bisschen blöd gelaufen, dass wir nicht so viel Soil Earth gefunden haben. Also sollte ich das nächste Mal wirklich wieder mit Deep Soil und so Very Deep Soil arbeiten. Die zweite Alternative ist ein neues eine neue Vanilla-Staffel zu machen. Die seht ihr gerade hier, die habe ich schon mal vorbereitet, also den Anfang. Also das hier ist jetzt gerade Vanilla, was läuft, aber in der neuesten Version, Version 40.24, glaube ich, ist es sogar. Also mit dem neuesten Starter-Pack. Ja. Habe ich bereits vorbereitet, also unsere vier Zwerge, wie man sehen kann, sind benannt, haben ihren Job und die Schrift sieht auch ein bisschen besser aus als in der vorherigen Version, ein bisschen kräftiger. Bin mal gespannt, was sich im Fortress-Mode dürfte sich eigentlich nicht so viel geändert haben, aber ich bin trotzdem mal gespannt, ob sich was ge viel geändert hat. Ich glaube, Bäume fallen jetzt um. Und ja, unsere Hunde und so weiter habe ich alles mitgenommen und das hier ist das Gebiet. Im Augenblick größtenteils eisige Tundra, bis auf die Trunks hier, also Baumstümpfe. Ich glaube, richtige Bäume haben wir hier gar nicht. Nur ein paar Saplings, oh ja. Prickleberries. Aber ich denke mal, die Trunks können wir auch umholzen. Kann ich mal kurz probieren? Ja, können wir. Mache ich aber jetzt erstmal wieder weg, da das ja nur ein Infovideo ist.
Also wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir mal wieder Vanilla machen in der neuesten Version hier, dann sagt mir Bescheid. Wenn ich dann erstelle ich offscreen eine neue Masterwork Map, eine Masterwork Mod World und mache hier nochmal dasselbe, also den kompletten Embark, dass wir genau in so einer Ausgangsposition dort wieder starten. Mit denselben Zwergen natürlich. Ja. Also unseren 7 hier. Und es dann einfach dort nochmal versuchen. Wobei ich dann wahrscheinlich auch so eine flache Ebene wählen werde. Wo wir uns dann halt zwei Ebenen tiefer graben werden. Hier ist halt ziemlich viel Wasser, was das Problem ist. Da werde ich mich drei Ebenen tiefer graben müssen, bevor ich anfange kann mit Räumen. Jo. Aber ich werde dann wahrscheinlich auch auf so einer flachen Ebene starten. Eben gerade wegen den Caverns und mit Very Deep Soil. Dass wir mehrere genug Schichten haben, wo wir unsere Felder aufbauen können. Jo. Was ich noch sagen wollte, es haben jetzt schon einige sich in den Kommentaren mehr oder weniger beschwert, dass ich eine veraltete Masterwork-Version benutze, also die Version 6.0, die noch Dwarf Fortress Version 34. Punkt irgendwas benutzt, habe ich jetzt wieder vergessen, also die letzte 34er-Version. Das hier ist ja mittlerweile die 40er-Version, also die neueste Version. Und einige haben mich darauf hingewiesen, dass es die neue Version als Masterwork Reborn gibt. Die habe ich mir auch mal angeguckt und muss sagen, mit ihrem jetzigen Stand bin ich nicht so wirklich davon überzeugt, dass sie Let's Play tauglich ist. Also es fehlt noch sehr viel. Einige Sachen aus der alten Masterwork wurden irgendwie deaktiviert. Ich kann zum Beispiel auch gar keine Aquifer mehr ausschalten. Ich habe ewig lang nach der Option gesucht. Also nebenbei. Habe das aber nicht gefunden. Aber zum Beispiel Menschen sind irgendwie nur noch halb vorhanden. Elfen ebenso. Es sind nicht mal mehr Elfensoldaten, kann man richtig vorhanden, wenn ich das richtig gesehen habe. Beziehungsweise sie funktionieren nicht richtig. Und ein Großteil der Spielvölker, die vorher spielbar waren, sind gar nicht mehr spielbar. Was ich auch nicht so toll finde. Das war die Version 0.06, glaube ich, von der Reborn. Kann auch sein, dass ich die falsche Reborn-Version gefunden habe. Falls das der Fall ist, dann kann mir einer das in den Kommentaren sagen und mir sagen, wo ich die richtige Version finde, vielleicht. Dass ich da nochmal reingucken kann und es dann sehe. Naja, wie auch immer, ich gebe euch jetzt erstmal ein paar Tage Zeit, da ich ja, wie gesagt, keine Zeit zum Aufnehmen habe im Augenblick. Euch darüber Gedanken zu machen und und Kommentare zu verfassen, dass ich die lesen kann und mir dann auch darüber Gedanken machen kann, wie es dann mit dem Dwarf Fortress Staffelprojekt weitergehen soll. Pillars of Eternity habe ich noch ein paar Folgen im Puffer, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber Dwarf Fortress bin ich leider am Ende mit dem Puffer, deswegen dieses kurze Infovideo. Ich hoffe natürlich, ihr guckt mir weiterhin zu dabei, wie ich Zwerge mit euren Namen teilweise in den Tod schicke. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Dwarf Fortress Staffel oder halt beim Untergang unseres alten Forts wieder. Also bis dann.